Moin Leute und willkommen auf meinem Kanal, heute mit einem neuen Unboxing-Video. Und zwar habe ich euch vor ein paar Tagen die zwei Mediabooks von, einmal von The Quest und einmal von Leon, die ich von Pretz Media bekommen habe, gezeigt. Und heute zeige ich euch die anderen beiden, die ich da bekommen habe. Und zwar geht es heute um einmal das Zeichen der Vier und einmal um der Hund von Baskerville. Ja, und hier sind die beiden Mediabooks und wie schon vorher erwähnt, sind das Pretz Media exklusive Mediabooks, die ihr euch auf der Seite bestellen könnt und kosten 29,99 Euro das Stück. Die Filme sagen mir leider absolut gar nichts. Klar ist mir Sherlock Holmes ist mir ein Begriff, aber ich kenne halt nur die Verfilmung mit Robert Downey Jr. Die Serie mit Benedict Cumberbatch und Martin Freeman habe ich leider noch nicht geschafft zu gucken, soll aber richtig, richtig gut sein. Habe ich mir auf jeden Fall auf die Wunschliste gepackt und will die auch irgendwann mal sehen. Wie gesagt, diese Filme sagen mir absolut gar nichts. Ich weiß auch nicht mal, ob es noch irgendwie andere Filme aus dieser Reihe gibt. Mal schauen. Auf jeden Fall ja, kann man eigentlich mit Sherlock Holmes nichts falsch machen. Die beiden Filme mit Robert Downey Jr. fand ich richtig klasse. Und auch immer dieses Geheimnis lüften, wer steckt hinter was, finde ich sowieso richtig cool. Und hier hat man dann, hier habe ich hier zwei Filme, die ja etwas älter scheinen und die mich jetzt interessieren. Also die werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Bin ich auch schon richtig gespannt drauf. Und ja, diese beiden Mediabooks kommen hier wieder in dieser Uncut VHS-Edition von DigiDreams Video. Und ja, die Covers sind, wie auch bei den anderen beiden, die ich euch im letzten Video vorgestellt habe, in diesem Retro VHS-Style designt. Und ja, wie gesagt, für Sammler ist das bestimmt was richtig, richtig Tolles. Und ja, machen auf jeden Fall einen richtig coolen Eindruck. Die Motive, die schauen wir uns aber jetzt nochmal genauer an. Wie auch bei den anderen beiden sind beide Mediabooks wieder limitiert auf 250 Stück. Und ja, wer diese Mediabooks haben möchte, auf jeden Fall schnell sein, denn es hat eine niedrige Limitierungszahl und die sind dann bestimmt nicht lange auf dem Markt. Und ja, ich würde sagen, wir schauen uns diese Mediabooks jetzt zusammen an. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Schauen. So, und hier haben wir die beiden Mediabooks vorliegen. Womit fange ich an? Ich denke mal, ich fange mit dem Grün hier an. Mit der Hund von Baskerville. Ja, ich entferne mal die Folie. Auf die Filme bin ich jetzt wirklich wahnsinnig gespannt. Denn, wie gesagt, ich kenne nur die Sherlock Holmes Filme mit Robert Downey Jr. Und sonst habe ich nichts anderes gesehen. Und ja, ist doch mal nett, mal etwas ältere Filme von Sherlock Holmes zu gucken. So, das ist das Mediabook. Und ja, das Cover gefällt mir richtig gut, also muss ich sagen, also vom Motiv her. Haben wir hier dieses schöne, klassische Cover-Motiv und dann hat man das natürlich wieder im VHS-Style, ist ja Uncut VHS-Edition, auch hier wieder mit den Abnutzungsspuren, also mit den Knicken in der VHS-Hülle, sehr cool. Und ja, wie gesagt, für Sammler ist das hier was richtig Feines und für diese richtig Hardcore 80er-Jahre-Filme-Sammler, die stehen ja total auf sowas. Und da kann ich mir gut vorstellen, dass diese Art von Mediabooks bei denen ganz gut ankommen. Und ja, ist ja halt immer auch Geschmackssache, ne? Also ich persönlich finde ja mehr die moderneren Artworks besser. Ich finde jetzt nicht die alten, also diese Art von Motiven schlecht. Aber wenn ich wählen müsste, dann würde ich immer so das Modernere nehmen. Und weiß nicht, es gefällt mir halt besser. Und ja, das ist das Mediabook, von das Cover von vorne. Wir haben hier wieder der Uncut als VHS-Edition. Hier oben haben wir DigiDreams drauf. Und dann haben wir hier Special, nimm ein, kauf zwei, Bonusfilm mit dabei. Und ja,
Hier haben wir dann den Titel drauf, The Hound of the Baskervilles, also der englische Titel. Und auch hier in diesem coolen Font, an diesem coolen Schriftart, finde ich richtig cool. Und ja, hier unten haben wir wieder VHS stehen. Dann sieht der Spine so aus. Ja, auch hier wieder mit diesem Schlitz, wo man die VHS immer rein und rausschiebt. Wie so ein Schuber, richtig cool. Und ja, von hinten sieht das Ganze dann so aus. Auch hier wieder HD Digital Remastered Version mit 4 Disc. Einmal die DVD, einmal die Blu-ray und vom Bonusfilm. Sprich, dieser Film ist da ja noch als Bonusfilm dabei, auch als DVD und Blu-ray. Wir haben also 4 verschiedene Formate. Ah ne, 2 Formate, aber 4-mal. Ach, keine Ahnung. Ihr wisst, wie ich meine. Also 4 Discs haben wir hier drin. Und ja, das Ganze ist auch wieder limitiert auf 250 Stück. Wie gesagt, ich habe hier die Nummer 118 und der Film ist ab 12 Jahren freigegeben. Wir haben hier Ausschnitte aus dem Film, die Inhaltsangabe, 100% Uncut, immer ganz wichtig. Und wenn ihr diesen Film nicht zurückgespult abgibt, müsst ihr eine Gebühr von 1 Euro oder 1 Mark bezahlen. Ne? Nur so zur Info. Und ja, dann schlagen wir mal das Mediabook auf. Auch hier ist wieder, wie auch bei den anderen Mediabooks, hochwertig verarbeitet. Wir haben hier wieder ein schönes festes Cover hier drin. Und echt tolle und stabile Verarbeitung, finde ich richtig cool. So sieht das Ganze dann aufgeklappt aus. Wir haben also hier die DVD. Dann haben wir hier die Blu-ray und hier wieder der Indruck. Achso, die Blu-ray will ich aber unten haben, denn die DVD gucke ich nicht. Also guck ich kommt die da rein und die kommt dann da wieder rein. So, kriege ich die da rein? So, ja, und hier haben wir dann der Buchanteil von, wie heißt der Film? Das Zeichen der 4. Auch hier wieder mit dieser Kassette vorne drauf. Und hier halt wieder ganz viel Inhalt. Angaben zum Film, zum Cast und zur Crew und zum Cast. Filminformationen und dann hier, ja, eine kleine Inhaltsangabe, worum es in dem Film geht und so weiter. Auch die Seiten sind ja normal. Das Ganze, ach so, sehe ich ja, jetzt muss ich mal selber gucken. Das ist hier ist nicht geklebt, sondern irgendwie gebunden, glaube ich. Ja, sieht so aus. Auch das ist sehr gut. Vorteilhaft, das reißt nicht so leicht, wie wenn die da zusammengeklebt sind. Ich weiß nicht, ich habe das noch nie gehabt, aber das kenne ich jetzt nur so vom Hören. Und ja, ganz viel Inhalt. Oh, hier ist auch wieder sehr viel handgemachte Special Effects, wenn ich das hier so sehe. Kennt man ja heutzutage nicht mehr. Ja, und das hier ist jetzt der Inhalt zum Bonusfilm, also der Hund von Baskerville. Nee, gar nicht. Das ist der eigentliche Film. Das war der Bonusfilm, genau. Und das ist jetzt so der Film vom Mediabook, der Anteil. Der kommt mir irgendwie bekannt vor. Hat er nicht bei Indiana Jones mitgespielt, Teil 1? Sieht so aus. Jo. Und hier sind dann die Disc drinne von dem Film. Hier einmal die DVD und einmal die Blu-ray. Packe ich auch noch mal eben um. So. So, das war einmal der Hund von Baskerville. Bleibt das so stehen? Ja, das bleibt so stehen. Dann schauen wir uns jetzt das Zeichen der 4 an.
So, auch dieses Mediabook ist ja genauso aufgebaut wie das andere, nur halt mit einem, logischerweise mit einem anderen Motiv. Hier haben wir auch wieder eine schöne feste Qualität und auch die Farben kommen hier wirklich, das Orange kommt hier wirklich gut rüber und ja, alle Informationen, das typische VHS-Style ist auch hier wieder mit dabei und sehr cool. Das ist der Spine, da steht jetzt der englische Titel drauf, The Sign of Four. Und von hinten sieht das Ganze dann so aus. Wir haben hier wieder die HD Remastered Version, 100% Uncut und ja, Limited VHS Edition inklusive Bonusfilm. Und welcher kann das sein? Natürlich der Hund von Baskerville. Und ja, wenn man diesen Film, wenn man auch diesen Film nicht zurückgespult hat, muss man wieder 1 € oder 1 Mark nachzahlen, Gebühren, ne? Ihr wisst Bescheid. Und ja, ich habe hier die Nummer 160 von 250 Stück. Und dann öffnen wir das Ganze mal. Hups, und hier fällt eine CD raus. Macht nichts. Passiert. So, das ist die Blu-ray. Komisch, hier haben wir die Blu-ray als erstes und dann die DVD. Ich stecke sie da einfach wieder rein. So. So. Na, ist die jetzt drin? Nee. So, jetzt ist sie drin. Gut. Dann haben wir hier wieder genauso aufgebaut wie das andere Mediabook. Na, also haben wir ja schon hier alles durchgeblättert. Auch hier haben wir wieder 13 Seiten. Und hier kommt dann der Bonusfilm. Na, das haben wir ja alles schon gesehen. Und ja, hier ist dann der Bonusfilm. Auch hier ist die Blu-ray und die DVD mit dabei. Und ja, im Großen und Ganzen schicke Mediabooks. Wie gesagt, ich finde es echt cool, dass man hier zwei Filme in einem Mediabook reingepackt hat, ne? Und bei beiden jeweils die DVD und jeweils die Blu-ray. Und der Mediabook-Anteil, der da drin ist, sind von beiden Filmen, was ich auch sehr gut finde. Nur als Sammler muss man sich dann halt entscheiden, welchen Film mag ich mehr. Dann kauft man sich das eine Mediabook, hat aber auch den anderen Film mit drin und das ist schon mal richtig, richtig cool. Und für 29 € oder sagen wir 30 € geht das total klar. Da hat man zwei Filme, zwei Mediabook-Anteile und ein hochwertiges Mediabook. Super. Wie gesagt, nur der einzige Manko ist, dass wir hier kein vernünftiges Innendruck haben, dass man da nicht irgendwelche Ausschnitte aus dem Film gewählt hat. Das ist ein bisschen schade, das ist nicht so toll, denn Sammler wollen immer, ja, was mit dem Film, was Filmbezogenes als Innendruck haben. Und ja, vielleicht beim nächsten Mal, aber so im Großen und Ganzen, von der Verarbeitung her, von der Qualität her, man hat zwei Filme, alles wirklich super, top und ja. Kann ich nicht klagen. Ja, und das war auch schon mein Unboxing-Video von den beiden Mediabooks von Sherlock Holmes. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es denn so ist, gebt diesem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Schreibt mir eure Meinung zu den Mediabooks in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Und schreibt mir außerdem, wie ihr diese Art von Covers findet. Lasst es mich auf jeden Fall wissen. Und schreibt mir außerdem, ob ihr die Filme kennt oder nicht. Und wie sind die? Denn bis ihr dieses Video gesehen habt, habe ich den Film noch nicht, habe ich es bestimmt noch nicht geschafft, die Filme zu gucken. Also lasst mich auf jeden Fall wissen, wie ihr diese Filme findet. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Und dann würde ich sagen, war es das auch schon von meinem Video für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Filmschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Auf Wiedersehen. Ciao.